Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Reihe Kontaktmissionen. Ich bin Don Pecunio und begrüße dazu alle recht herzlich. Ja, wie angekündigt, kommt jetzt mal eine andere Mission. Also nicht die Simeon-Mission. Mit Radikal Q1, 2 und 3 sind wir ja schon durch. Sondern ich habe mir jetzt tatsächlich mal eine der lukrativeren Missionen ausgesucht. Und zwar spielen wir heute mal die Los Santos Connection. Wirklich eine der lukrativsten, weil nämlich in diesen Kisten, die man da rechts in der Parameterliste oben in dem Bild sieht, da ist nämlich eine ganze Menge Geld drin versteckt. Das sind 1500 GTA-Dollar pro Kiste, das sind 1500, 3000, 6000 GTA-Dollar alleine nur hier. Und dann stehen an manchen Orten nochmal zwei Kisten rum. Also sind auch noch insgesamt 2000 Dollar. Also sind 8000 Dollar nochmal extra verdient. Und ja, die Mission, die dauert auch ein Weilchen, sodass man schon hier die Chance hat, über die ganze Distanz die Viertelstunde zu gehen und eben halt das Maximum an Gewinnausschüttung mitnimmt. Ja, bin mir sicher, dass ich den schon abstarten will. So, erstmal Radio ausmachen. Man sich wieder mal ein bisschen hier auf die Mission konzentriert. So, auf schwer natürlich. Munition kaufen für alle. Und bestätigen. Und los geht's. So, das ist ja nett, dass mein Auto hier gleich schon parkt. Wunderbar. So. Das ist ja auch nicht allzu weit. Kann man gleich hier durchfahren. So. Hier sind wir auch gleich schon an dem Hinterhof. Da ist erstmal ein bisschen Ballerei. Da geht es um so ein GPS-Signal aus so einem Geländewagen. Aus dem GPS-Gerät soll das wohl ausgelesen werden. So, okay. Wir sind schon mal alle erledigt. Hier, die Kiste ist es, die ich meine. Hier sind schon mal 1000 Dollar drin versteckt. Kann man ja schnell mal rausspringen, hier in den Granger einsteigen. So. Da sehen wir dann gleich schon mal. Oh, krass. Haben sie durchgeschossen. Okay, der hat schon mal einen Kopfschuss gekriegt. Der auch. Der ist auch erledigt. Und der auch. So, da kommt noch eine Karre. Aber nicht lange rumtrödeln, weiter geht's. So, na komm schon. Na. Okay, so, die sind erledigt. Dann geht es auch weiter wirklich zum Lager nach El Burro Heights. Ein bisschen musikalische Untermalung hat man ja durch diese Missionsmusik. Also ist jetzt zwar kein Radiosender, aber wenn man so eine Mission startet, hat man ja immer so eine Sounduntermalung. Die Ampel mitgenommen. Aber das macht jetzt nicht wirklich viel. So, hier geht's gleich die Abkürzung hoch. Ja, auf dem Untergrund, da dreht man sich eben halt mal leicht. Diese sandigen Böden. Aber ist kein Problem, Hauptsache man kommt an. So. Oh, der hat noch nicht mal Punkte gezählt. Ist einfach nur umgefallen. Also der ist erledigt. Erledigt. So. Hier ist gerade einer aufs Dach geklettert. Schade den Kopf. Der fällt wohl noch ein paar Mal. Lassen wir den erstmal. Der hat die Fallsucht. Ah, vielleicht kommt er jetzt wieder runter. Tatsächlich.
Ah, ich habe ihm ein bisschen dabei geholfen, dass er schneller unten ist. So. Hier, den braucht man gar nicht so alleine umlegen. Der läuft da erstmal ganz gemütlich zu der Karre in Deckung. So. Hier sind auch schon die ersten Fahrzeuge. Ah, hier ist noch irgendwas explodiert. Und der hat sich hier verkeilt. Da ist doch noch einer drin, oder? Wo ist denn der Beifahrer? Na, sag mal. Ach, da ist er. Meine Güte, die eiern ja hier rum. Okay. Da kommen aber gleich noch mehr. Ach, das war diese Gasbuddel. Na, dann kommt schon. Kommt zu mir hier, werden alle bedient. So, und die nächste Karre. Wow, auch verkeilt. Naja. Okay, den hat es dann eben so erwischt. Dann kommt schon mit dem Köpfchen vor. So. Der andere ist erstmal, der rennt weg. Okay. So, mal gucken, ob das jetzt alle waren. Tja, also ich sehe jetzt hier nichts mehr. Da kann man ab und zu mal noch... Ach doch, hier unten ist noch einer. Und hier hinten auch noch einer. Okay. Hoch. Na, wo ist er denn? Ah, die gehen aber gut in Deckung. Dann kriegst du das halt auf die harte Tour. Ja, schön, wenn er gleich vom Müllcontainer platt gemacht worden wäre. Aber so jetzt auch. So. Gucken wir mal, noch ein bisschen Geld einsammeln hier. So, an die Kiste aufschießen. Na, auch nochmal 1000 Dollar drin. So, jetzt geht's hier an diesen Laptop. So ein kleiner Bug, dass er da nicht sofort rangeht, sondern einen kleinen Moment dauert. So, Hack Connect Exe. Da ist jetzt so eine IP-Adresse zu filtern. 4818. Mal gucken, wo sie ist. 4811. Die muss irgendwo noch eine 4818 sein. Ah, da oben ist er ja. So. Okay. Jetzt Brute Force. Ah, okay. Wollen wir mal abwarten. War doch ein bisschen zu schnell. So. Und jetzt noch das S. Okay. So, und dann nur noch Down and Out. Und dann ist der Laptop gehackt. Und das nächste Ziel wird angezeigt, der Hangar am Flughafen. Da geht's jetzt hin. Und da ist eine kleine Sache dann am Ende zu beachten, dass da nichts schief geht. So. Hier werden unterwegs noch ein paar Leute kommen. Keineswegs stehen lassen. Die sind in jedem Falle mitzunehmen. Bringt wertvolle Punkte. Müssten eigentlich hier jetzt gleich kommen. Ah ja, da vorne sind sie ja schon. Na. Erledigt. So. Die hat es auch erwischt. Und was soll das jetzt hier werden? Ja, die sind ein bisschen verängstigt. Ja, der musste natürlich in meinen Drift reinfahren. Naja, was soll's.
So. Das werde ich hier gleich vor dem abbiegen, genau, hier rüberziehen. Mann, Mann, Mann. Habe ich selber schon mal besser gesehen. So, hier hinten versuche ich jetzt einfach mal rüber zu springen. Nein. Nochmal ein bisschen Anlauf nehmen. Ausgerechnet muss der nun in den Weg fahren, ey. Naja. Okay, so, nochmal zwei, genau. So. Ja, Vorführeffekt. So, jetzt nehme ich hier den Bussard. Und schalte auf Lenkraketen um. Ganz wichtige Sache. Hier hinten auf dem Flugfeld, da steht so ein Privatjet. Den zerstöre ich immer als erstes, weil ganz einfach aus dem Grund, wenn man dieses Kokainpäckchen aus dem Hangar geholt hat und der wurde vorher nicht zerstört, dann setzt er sich in Bewegung und ja, man könnte dann vielleicht Probleme kriegen, den zu erwischen, weil nämlich die Helikopter, die da vorm Hangar stehen, die werde ich natürlich zerstören, dass da keine Leute drin spawnen können, weil die werden uns dann nämlich angreifen. Okay, hier wird wahrscheinlich nichts übrig bleiben. So. Gut, der kommt an die Rand. Da müssen wir mal ein bisschen schräg ansetzen. So, okay. Ein bisschen rückwärts. So, hier haben wir noch das Flugzeug. Die sollte man unbedingt alle vorher zerstören. Weil sonst wird der ganze Kram nachher nämlich von Leuten besetzt sein. Und dann hat man Probleme. So, jetzt schalte ich mal auf ungelenkte Raketen um und werde die beiden Helikopter hier erstmal wegmachen. So. Okay. Den hier, den werde ich schon mal präparieren, weil der wird nämlich, nachdem ich das Koks-Täschchen da oben eingesammelt habe, diesen, was jetzt als grüner Punkt auf dem Radar angezeigt wird, wird der nämlich von KI-Einheiten besetzt und wird dann versuchen, mich anzugreifen. Und deswegen mache ich folgendes. Ich werde den schon mal mit einer Haftbombe präparieren. So. Achso, hier haben wir noch zwei Leute, die hier um der Ecke stehen, oben, und dieses Koks-Paket bewachen. Die müssen erstmal natürlich weg. Okay. Okay, der hat einen Kopfschuss. Ah, daneben. Okay, erwischt. Die müssen natürlich weg, die sind gefährlich. Können einen da oben ziemlich zusetzen. So, jetzt gucke ich mal. Ah ja, dieser Geländewagen ist übrig geblieben. Den kann ich nachher nehmen, um... So, hier sind die... Diese... Hier sollte eigentlich noch mehr Geld liegen. $1500 fehlen. Aber die sind nicht bei der Explosion beschädigt worden. Nee. Hm. Komisch. Normalerweise liegen hier immer $6000. Dort waren aber nur 4500 diesmal. Komisch. Naja, soll vorkommen. So, hier... Eine frische Panzerung und eine Haftbombe, die ich gerade eben an den Helikopter unten ran gemacht habe. Okay, jetzt werde ich diese Täschchen einsammeln und dann wird man sehen, dass da in dem Moment, wo ich die Tasche eingesammelt habe, tatsächlich der Helikopter, den ich unten abgestellt und vermint habe, dass da KIs drin gespawnt werden und dass der sich auf den Angriff vorbereitet. Und dann werde ich natürlich im nächsten Moment dann die... die Auslösetaste drücken und diese Haftbomben in die Luft jagen. So. Hier sieht man das jetzt schön. Da schießt er und bumm. Einmal in die Luft geflogen. Okay.
So, wenn natürlich alle Autos mal hier kaputt gegangen sind durch diesen Helikopterangriff, den ich da gerade ausgeführt habe, dann muss man natürlich vorne zu seinem geparkten Fahrzeug hinrennen. Gut, wie gesagt, ist natürlich für den Zeitfaktor nicht verkehrt, ne, um die Viertelstunde auszureizen. Aber so nehme ich natürlich dieses Fahrzeug hier und fahre zu meinem Privatfahrzeug, was dann natürlich schneller ist. Und steigt dann um. Sicher, man kann auch eigentlich mit dem hier hinfahren. Zum Zielpunkt jetzt, zum Matratzos Haus. Ist eigentlich auch eine gute Idee. Boah, halt eine Minute länger. Hier gibt es halt noch ein paar Dollar mehr. Nehmen wir den einfach mal. Lassen den Privatwagen hier stehen. So, na, dann macht man das Türchen auf. Wunderbar. Das ist natürlich nicht ganz so schnell. Aber wie gesagt. Für einen Kontostand ist es nicht verkehrt, ne, wenn man sich eine Minute länger Zeit lässt. Weiß jetzt gar nicht. Vielleicht ist die Viertelstunde schon so gut wie ausgereizt. Also so ungefähr müsste das jetzt schon hinhauen. So rein gefühlt vielleicht 12, 13 Minuten schon gebraucht. Naja, dann sind wir auf drei verschiedene Zielpunkte. Und, ja. Also ich denke mal, die Viertelstunde schaffen wir hier gerade mal so. Länger muss es auch nicht sein, weil ab einer Viertelstunde gibt es dann auch nicht mehr Geld. Das ist eben halt der Höchstbetrag. Den erhält man nach 15 Minuten und mehr gibt es dann auch nicht. So. 2,7 Kilometer ungefähr noch. Ja, jetzt geradewegs zum Zielpunkt. Jetzt müssten wir eigentlich die Viertelstunde schon so gut wie erreicht haben. Also das ist eine Mission, die schöpft die Zeit schon ganz gut aus, ne? Natürlich mit meinem Privatwagen wäre ich schon längst da, aber ich glaube, mit dem hier kann man sich dann sicher sein, dass man die Viertelstunde ausgereizt hat. Denn doch schon an das Maximum rankommt. So, Abbieger. Aber die sind ja jetzt hier ja nicht mal so schlimm. Ist ja kein Zeitrennen. Ist gleich erledigt. Okay, und das war doch schon. Hier parken. Perfekt, perfekt. It's a pleasure doing a business with you. It's a pleasure doing business with you. Das sage ich auch immer. Ist mir auch immer eine Freude, mit ihm Geschäfte zu machen. Ja, das ist jetzt unter Normalbedingungen das, was man rausholen kann. Ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn man ein paar Mal spielt. Also in niedrigen Rängen, da levelt man dann ziemlich schnell. Hier funktioniert es ab 800 dann nicht mehr so leicht. Wenn man die schon ein paar Mal spielen, um das nächste Level zu erreichen. Aber das ist ja nicht die einzige Mission. Hier sieht man ja, da sind noch ein paar. Ja, einige, die sind auch tatsächlich nur zu zweit oder beziehungsweise eine zu viert spielbar. Da braucht man tatsächlich vier Leute. Ja, mal gucken, vielleicht stelle ich die mal vor, wenn das Team mal komplett ist. Ist ja nicht jeder zu jeder Zeit online. So, meine Karre hier oben geparkt. Naja, mal schnell hoch. Jo, das war denn die Los Santos Connection. So funktioniert das. Also, das System ist immer das gleiche. Diesen Laptop zu hacken. Das ist also erst die IP-Adresse, dann ja, Buchstabencode, dieses Codewort und am Ende einfach nur Down and Out. Das war's. Jo, okay.
Eine der lukrativsten Missionen, selbst unter Normalbedingungen. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass das allen gefallen hat. Vielleicht eine kleine Anregung, um das selber mal zu probieren. Also das ist eine der Missionen, wo man wirklich ein bisschen Geld machen kann, zumal ja auch in den Kisten noch ein bisschen was liegt. Ich denke, das ist schon in Ordnung soweit. Ja, und dann beende ich die Mission damit, oder die ist ja schon beendet. Dann beende ich das Video und ja, freue mich schon auf das nächste und ich hoffe, alle hatten Spaß. Ja, dann wünsche ich noch alles Gute und bye bye.